Hey Freunde, hier ist der Frederik von Free Wills World. Ich habe eine richtig coole Sache für euch. Ich finde sie wirklich richtig cool. Sie klingt aber erstmal vermutlich eher belanglos. Ich habe einen Karabinerhaken für euch. Jetzt denken schon wieder die meisten, toll, ein Karabinerhaken, Wahnsinn, super, super und das war's dann. Nein, Freunde, das Ding ist wirklich cool. Wir haben nämlich einen Hero-Clip, beziehungsweise ich habe einen. Ihr könnt ihn haben, wenn ihr ihn denn wollt. Was das gute Stück kann und was nicht, das schauen wir uns jetzt an. Mit der näheren Betrachtung des Hero-Clips. Ihr seht hier schon mal, das gute Stück hat China völlig umschlossen. Das ist kein Zufall, denn der Hero-Clip kommt aus China und darum wollte ich euch das einfach nochmal versinnbildlichen. So, Freunde, wir haben vor uns ein Stück chinesischer Ingenieurskunst. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr fangt jetzt nicht alle an zu lachen irgendwie oder so. Das ist auf jeden Fall der Hero-Clip und ich finde das Ding wirklich und ernsthaft sehr, sehr cool. Schauen uns als erstes mal das Ding von außen an. Hier sind nämlich noch einige Produktinfos aufgedruckt, die uns im Laufe des Videos noch sehr, sehr nützliche Hintergrundinformationen bieten. Genau, das wollte ich sagen. Also, wir sehen hier einmal das Hero-Clip-Logo und dann lesen wir uns ja einfach mal durch. Das Erste ist natürlich die totale Ernüchterung. Das Ding ist nicht gedacht zum Klettern. Also tut mir und vor allen Dingen euch und allen anderen Menschen auf der Welt auch einen Gefallen und hängt euch nicht selber da dran, beziehungsweise hängt keine anderen Personen da dran. Das wird das Ding nicht stemmen können, denn es ist nur bis 27 Kilo belastbar. Wobei dieses Nur ist für mich eigentlich gar kein Nur, denn 27 Kilo finde ich schon beachtlich. Also die meisten Dinge, mit denen man so im Alltag jetzt umgeht, wiegen keine 27 Kilo. Aber das Ding hat natürlich unzählige Einsatzbereiche. Da gehen wir dann im weiteren Verlauf noch drauf ein. So, machen wir mal weiter. Hier steht extra auch nochmal Insert Objects Only. Also bitte tragt auch nicht euer Neugeborenes irgendwie damit rum. Denn jeder kennt das, der Teufel steckt manchmal im Detail und ihr habt ein Montagsding erwischt irgendwie und dann, nein, will ich mir gar nicht ausmalen. Ja, hier haben wir nochmal so eine kleine Absenderangabe, Made in China, ab dafür. Und dann haben wir noch, ach Mist, das steht jetzt hier auf dem Kopf, ich dachte schon. Ja, hier haben wir noch eine, die Patentnummer. Aber mir fehlt hier irgendwie noch eine Info. Ich guck mal, ob ich die irgendwo noch finde. Nein, finde ich nicht. Dann finde ich sie möglicherweise hier. Oh, ich muss mal kurz die Kamera ein bisschen weiter höher machen. Ich bin jetzt mit dem Handy am Filmen. Also sorry, wenn der Sound jetzt nicht ganz so gut ist wie sonst. Ich habe jetzt kein externes Mikrofon im Einsatz, weil blöderweise mein Kameraakku leer war. Ich wollte das Video aber jetzt unbedingt machen. Also bitte seht's mir nach, wenn der Ton jetzt nicht ganz so prickelnd ist.
Ja, hier haben wir die Verpackung des Hero Clips. Also das gute Stück hängt hier so. Zeig euch das ganz kurz. Shop, shop. Na, macht das mal gerade. Genau, so in etwa hängt das hier rum. Ich will euch das ja auch richtig zeigen. Ach, keine Ahnung, völlig egal. Irgendwie so ist das hier mit Drähten festgemacht und kommt dann zu euch nach Hause. Also es ist tatsächlich schon alles. Und dann gucken wir uns mal an, was wir hier noch so als Infos haben. Ja, es geht halt einfach darum, was macht man mit dem Karabiner? Natürlich, man hängt Dinge auf und dieses Ding ist eben so einzigartig, weil wir einen Karabiner haben, der noch mit einem Haken verbunden ist. Wie gesagt, ich zeige euch gleich noch ein paar Beispiele, was man da alles machen kann. Hier haben wir einmal ein Bildchen. Das Ding ist eben faltbar und drehbar in alle möglichen Richtungen. Und hier steht auch nochmal, dass er bis 27 Kilo bzw. 60 Pfund belastbar ist. Und hier haben wir schon so zwei Einsatzmöglichkeiten. Man kann ja irgendwie, was soll das sein? Irgendeine, ja, keine Ahnung, irgendeine Getränkeflasche kann man da wo auch immer anhängen. Und das hier finde ich schon eine erste sehr, sehr gute Einsatzmöglichkeit. Wenn ihr mit dem Rucksack unterwegs seid, wie auch immer viel Gepäck habt, dann könnt ihr den Haken natürlich nehmen, könnt vielleicht noch euren Schlafsack irgendwie am Rucksack befestigen oder solche Dinge, die einfach keinen Platz mehr im Rucksack haben. Was weiß ich, ihr macht eine Fahrradtour, wollt ein paar Meter laufen, hängt da euren Fahrradhelm da irgendwie an den Rucksack oder an das Fahrrad oder wohin auch immer. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Also, ich weiß, ich werde das Ding, beziehungsweise ich habe das Ding immer dabei. Und es gibt immer was zu tun damit. Man glaubt es nicht. Man kann das so ein bisschen hier irgendwie mit einem Schweizer Taschenmesser vergleichen. Oder auch von mir aus mit einem amerikanischen oder deutschen oder chinesischen. Man hat es dabei. Also, erstmal liegt es hier rum und man denkt sich so, was soll ich damit machen? Aber wie man sieht, es gibt dann doch irgendwie mehr als genug Einsatzbereiche, wenn man es nur dabei hat. Genauso ist das Ganze mit dem Haken. Man sitzt jetzt da und grübelt, ach verdammt, was soll ich denn jetzt irgendwie aufhängen, anhängen, was auch immer. Ganz einfaches Beispiel, ich hatte das Ding dabei, bin einfach mit meiner Frau essen gegangen, hatte so einen Rucksack dabei. Jeder weiß, ich wohne in Berlin. Berlin ist jetzt nicht als die sicherste Stadt der Welt bekannt. Super gutes Beispiel. Man nimmt einfach den Karabiner, packt hier die Schlaufe von seinem Rucksack rein und dann noch ein Stuhlbein. Und dann liegt der Rucksack angekettet an dem schönen Karabiner am Stuhl. Wenn jemand irgendwie vorbeikommen will, man kennt das ja hier, passiert jeden Tag, was weiß ich, wie viele Mal, man sitzt irgendwie, jemand kommt gerannt, zapp, zapp, ist euer Rucksack weg. So, erstes Einsatzgebiet, was ich persönlich mit diesem Haken hier zu tun hatte. Man befestigt einfach seine Dinge des alltäglichen Lebens damit. Oder was weiß ich, ihr hockt irgendwie in der Bahn, habt eine Tasche auf eurem Sitz stehen, wollt von mir aus nur schlafen oder so, macht das Ding einfach natürlich ein bisschen versteckt, fest mit eurem Rucksack und was weiß ich, der Armlehne im Zug oder wo auch immer, in diesen Fußrasten da unten. Ihr fühlt euch sicherer, ihr seid sicherer, weil keiner mehr einfach im Vorbeigehen irgendwas wegnehmen kann. Und ist mir klar, dass wenn jemand den Karabiner sieht, dann drückt er da drauf und die Tasche ist trotzdem weg. Aber unterschätzt das bitte auch nicht. Die meisten Diebe haben ja im Sinn, die wollen sich nicht aufhalten und die wollen schon gar nicht irgendwie in der Öffentlichkeit suchen, wie jetzt da eure Tasche losgeht und wo die dranhängt und wie die festgemacht ist. Macht das halt einfach ein bisschen versteckt, so dass man es nicht sofort sieht und euer Rucksack oder was auch immer ist schon mal ein bisschen mehr gesaved. Nächstes Beispiel, was mir so spontan in den Sinn kommt. Wir fahren in Urlaub.
Wir fahren in Urlaub. Meine Frau hat natürlich immer zwei Koffer und selbst wenn es nur für 3 Tage Urlaub ist, zwei Koffer reichen nicht. Es gibt immer noch Zusatzgepäck. Sei es zum Beispiel, was weiß ich, ihr habt euren Koffer voll, seid auf dem Weg in Urlaub, seid irgendwie am Bahnhof, wollt wegfahren, geht in den Kiosk, kauft euch noch eine Zeitschrift. So, dann habt ihr jetzt natürlich die Möglichkeit, in einer oder mit einer Hand den Koffer hinter euch herzuziehen, in der anderen Hand schleppt ihr hier irgendwie die Tüte mit den Zeitschriften rum. Oder ihr befestigt einfach die Tüte mit den Zeitschriften an eurem Koffer. Dafür wäre doch ideal so ein kleiner Haken. Ja, ich schweife ein bisschen ab. Also ihr seht, es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten. Eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ja, jetzt will ich hier noch ganz kurz eingehen auf die einzelnen Bestandteile. Also wir haben hier so eine Rubber End Cap, das heißt einen gummierten Haken. Ich zeige euch das Ding ganz kurz. Hier ist er. Hier mit dieser Fläche, ihr seht, hier ist eine gerade Fläche. Damit liegt das Ding dann auf irgendeinem Mobiliar, wo auch immer, auf. Und hier unten hängt ihr dann natürlich eure Sachen rein. Wie das Ganze dann nachher aussieht, zeige ich euch natürlich. So. Was haben wir noch? Das Ding ist drehbar. Das seht ihr hier. Also es ist tatsächlich um 360 Grad zu drehen. Das heißt sehr flexibel. Ihr könnt also auch große Dinge aufhängen. Und dieses gummierte Ende, das hält auch. Man mag es nicht glauben, aber wie gesagt, ich blende euch gleich noch ein paar Bilder ein, wo ihr dann seht, dass das tatsächlich hält. Hier haben wir den Karabiner. Der ist mega, mega stabil, sonst wird das Ding ja keine 27 Kilo aushalten. Und ich vertraue dem Haken auch. Also ich habe da überhaupt keine Bedenken, dass er irgendwie reißen könnte oder was auch immer. Ja, und das war's schon eigentlich. So kommt er an. Man kann ihn dann natürlich so ein bisschen platzsparend zusammenfalten, indem man das hier einfach rüberlegt. So, und dann hier einklipst. Schon hat man den Karabiner sehr, sehr platzsparend und kann den irgendwie direkt außen an seinem Rucksack befestigen, um ihn eben dabei zu haben. Was weiß ich, der passt zur Not auch in die Hosentasche oder wohin auch immer. Also das Ding nimmt nicht viel Platz weg. Was kann ich euch noch sagen? Das war's hier erstmal. Ich kann euch noch den Preis sagen. Der Preis des guten Stücks ist. Ich kann den Preis euch nicht sagen. Ich blende den Preis ein. So einfach machen wir das. Ihr seht den Preis. Ich kann euch noch sagen, es gibt ihn in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Also hier dieses orange Ding gibt es in Rot, Schwarz, Blau, keine Ahnung. Das silberne Ding gibt es in Blau und das hier oben noch in Grün. Und ich gucke mal, ob ich da irgendwie ein Bild finde und euch einblenden kann. Und ansonsten möchte ich euch noch sagen, packe ich euch den Link dazu in die Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit meinen Bildern und mit meinen hinzugeschnittenen Videos. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Video. Ciao.
Freunde, hier haben wir jetzt einen Belastungstest des kleinen Hero Clips. Ihr seht, wie das aussieht. Der hängt da oben einfach mal am Schreibtisch rum. Dann geht das hier runter. Und ich habe mir gedacht, hängst du einfach mal einen Kasten Wasser dran. Ihr seht, der hängt. Der hält. Da passiert gar nichts mit. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Alle Flaschen sind noch voll. Da überall ist noch was drin. Die sind schon voll staubig, aber ich glaube, ihr seht das. Es ist keine einzige Leere dabei. Also haben wir hier jetzt schon mal, was haben wir hier? 12 Pullen, 1 Liter, 12 Kilo plus Plastik, keine Ahnung, 13 Kilo. Hält der Haken. Er kann aber eigentlich noch das Doppelte. Ich mache mich einfach nochmal auf die Suche. Vielleicht finde ich noch ein besseres Einsatzgebiet, obwohl ich glaube, sich so ein Kasten Wasser an den Schreibtisch zu hängen, ist schon so die Krönung eigentlich. Das ist doch das Mindeste, was man so machen kann. Sehr sinnvoll. Ich schau mal, vielleicht finde ich noch was Besseres. Bis gleich. Gerade noch einen richtig guten Einsatzzweck gefunden. Nervt das eigentlich, wenn die Kamera so schaukelt? Ich hoffe nicht. Also, ich habe einen E-Scooter und ihr seht, dafür ist das Ding wirklich sensationell praktisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser E-Scooter stand immer irgendwie im Flur unseres Hauses und ging da jedem auf den Keks. Hängen wir ihn einfach an den Schrank, oder? Also der E-Scooter an sich wiegt 14 Kilo und ihr seht, der hängt da rum, geht. Ich meine, gut, mit dem Lenker hier kann man sich noch was anderes einfallen lassen, aber soll ja jetzt auch nicht für die Ewigkeit da hängen, das soll ja tatsächlich für euch nur ein Einsatzbeispiel sein. Boah, da seht ihr das. Da hält sich der kleine Haken fest. Das bedeutet, ihr könnt natürlich auch Fahrräder aufhängen, keine Ahnung, was auch immer. Eben Dinge, die nicht schwerer sind als 27 Kilo. Und ich muss sagen, hier für diesen Scooter finde ich das wirklich schon richtig, richtig praktisch.